herzlich willkommen zum Privatinvestortag. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben ein fantastisches Jahr gehabt mit 25% plus. Also es hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Die Zukunft wird etwas schwieriger. Die Aktienmärkte sind relativ hoch bewertet. Wir haben noch genug interessante Aktien gefunden. Wir haben also 10 Neuvorstellungen in unserer Sonderausgabe. Von daher glaube ich, dass wir heute auch viel Spannendes bieten können. Die Dinge, die heute hier eine Rolle spielen, die beschäftigen die Menschen. Wohin steuert unser Land vor dem Hintergrund der jüngsten Bundestagswahl, aber auch der weltpolitischen Entwicklungen? Haben wir Interessen als Wirtschaftsbürger? Haben wir Interessen als Steuerzahler? Und haben wir auch Interessen, dass unsere Belange als Nation wahrgenommen werden? Ich bin der Auffassung, das Letztere muss sein. Computerkraft, Gensequenzierung, Quantencomputer, E-Mobilität, das sind alles Themen, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Wir haben sie kaum auf dem Radar, aber sie werden unser Leben massiv verändern. Und ich denke mal, da ist die Politik nebensächlich angesichts dieser fundamentalen Veränderung. Die Kosten werden massiv fallen. In ein paar Jahren werden wir selbstfahrende elektrische Autos haben. Und die deutsche Autoindustrie spricht noch von einem allmählichen Übergang. Das sind Veränderungen, auf die müssen wir uns einstellen. Und ich denke, wir sollten auf die Firmen setzen, die den Trend formen und nicht die gejagt werden durch die neuen Entwicklungen. Dort, wo es Probleme gibt, gibt es auch Chancen. Und besonders in den Branchen und Unternehmen, wo gerade Probleme sind, schauen wir uns intensiver um. Zwei solcher Beispiele sind die Unternehmen Fossil, der Uhrenvertriebler aus den USA, und Bertrand, der Ingenieursdienstleister aus Deutschland. Liechtenstein ist für Vermögen der Anleger ein ganz spannender und sehr interessanter Finanzplatz, da Liechtenstein fest innerhalb Europas verankert ist, aber nicht der Teil der EU ist. Sie trotz alledem der Finanzmarktaufsicht Liechtensteins unterstehen, sie in verschiedenen Währungen anlegen können, dieser Bankplatz sehr schnell zu erreichen ist und sie die Marktmalmöglichkeit haben zwischen verschiedenen Banken, bei denen sie ihr Vermögen anlegen dürfen können. Heute zum Privatinvestortag hat man mal wieder gesehen, dass Investieren kein Sprint ist, sondern ein langfristiger Marathon. Man sieht hier deutlich, dass man auch mal aus einem Tal hinauskommt, wenn man an sich glaubt, wenn man die Methoden beibehält. Wir haben Ihnen heute einen allumfassenden Einblick gegeben in unsere Investmenttheorien, haben Ihnen Praxisbeispiele vorgestellt und hoffen, dass Sie so gut gewappnet sind für die Zukunft. Danke Ihnen fürs Kommen, wünsche Ihnen gute Händchen an der Börse, uns allen viel Glück und auch eine halbwegs ruhige Zeit in der Welt. Und hoffe ich, dass wir uns im nächsten Jahr wie immer 10% reicher wiedersehen. Schönen Abend. Applaus